Die Bundesregierung will das Infektionsschutzgesetz ändern, um Menschen mit Behinderung im Falle knapper intensivmedizinischer Kapazitäten vor Benachteiligung zu bewahren. Damit soll die Triage-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt werden. Das Gesetz stößt jedoch in der Bundesregierung auf Kritik. Es gibt ja auch den Entwurf zu sagen, das lassen wir einen Zufall entscheiden, in dem was ausgelotet wird. Wenn zwei eingeliefert werden, ein Mensch mit Behinderung und ein Mensch ohne Behinderung, dann soll es der Zufall entscheiden. Weiß nicht, schmeißt man eine Münze, zieht man irgendwie am Strohhalm, ich weiß es einfach. Aber das sind ernsthafte Vorschläge, die von Institutionen kommen, wo man gerne auch die Meinung einholt eigentlich, aber wo ich ganz persönlich sage, wirklich, ich werde keinem Zufallsprinzip zustimmen. Das kann ich nicht machen. Es ist aber auch so, und das gebe ich zu, es kommt aus einer subjektiven Bewertung, dass ich sage, das kriege ich nicht mit meiner Einschätzung darüber, wie ich über Menschen nachdenke und wo ich unsere Prioritäten bei den Menschenrechten sehe. Das kann ich nicht vom Zufall entscheiden lassen, wie jetzt irgendjemand eine Münze schmeißt. Ich mache es jetzt bewusst plakativ. Es ist aber auch schwierig, wenn ich allein das an ein Triagegesetz mache, im Übrigen, das an den Behinderungen der einzelnen Leute orientiert ist. Ja? Also die Überlebenswahrscheinlichkeit. Habe ich eine Behinderung, die beispielsweise bei einem Infektionsschutzgesetz aufgrund meiner Behinderung eben dazu führt, dass ich eine weniger Überlebenswahrscheinlichkeit habe, weil ich anfälliger bin? Und das dazu führt, dass ich sterben werde. Aber der nicht diese Behinderung hat und eingeliefert wird, aber eine größere Wahrscheinlichkeit hat, dass ich überlebe und er diesen Platz kriegt, weil er sowieso überleben könnte, aber ich, egal welche Maßnahme man bei mir durchzieht, ich nicht überleben werde und dass man es bei mir erst gar nicht deshalb versucht. Das ist überhaupt nicht das, was ich mir für ein Triagegesetz vorstelle. Ja? Und deshalb muss ich aber grundsätzlich sagen, meine größte Kritik ist ja die, dass ich ein Triagegesetz nur in einem Infektionsschutzgesetz als völlig daneben empfinde. Ich habe das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes so verstanden, dass wir ein grundsätzliches Triagegesetz benötigen. Und dieses Triagegesetz regelt jetzt nur Triage in einem Infektionsgeschehen innerhalb des Infektionsschutzgesetzes. Und da sage ich ganz klar und auch in der Fraktion im Übrigen, das hindert mich grundsätzlich daran, überhaupt diesem Gesetz, so wahr wie ich hier sitze, zuzustimmen. Ja? Vielleicht Enthaltung, aber einer Zustimmung bin ich mit aktuellem Stand im Großen und Ganzen wegen den Inhalten und grundsätzlich, dass es im Infektionsschutzgesetz geregelt wird, sehr weit weg.